Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich auch noch was sagen darf, bevor wir abstimmen. Auch ich möchte mich zunächst bei der Präsidentin recht herzlich für den fundierten und auch zielorientierten Bericht, auch für die Handlungsempfehlungen bedanken. Richten Sie das bitte auch Ihren Mitarbeitern auf. Das war wie immer eine hervorragende Arbeit, wie auch in den letzten Jahren zuvor. Dann hatten wir jetzt hier eben zwei Redebeiträge von Herrn Winter und von Herrn Schmidt. Die lassen mich ein wenig ratlos zurück. Herr Winter hat ja aufgezählt, dass eigentlich alles in Ordnung ist und die Regierung schon an allem arbeitet und möglichst alles abgestellt wird. Am Ende hat es dann rot-rot auf gerade mal drei Empfehlungen geschafft. Das hat mittlerweile eine unrühmliche Tradition, dass Rot-Rot hier die Berichte des Landesrechnungshofs weitgehend ignoriert. Ich meine, der Bericht hat immerhin 150 Seiten und dann nur drei Empfehlungen. Das halte ich doch für, ich will es vorsichtig ausdrücken, für sehr gewagt, was man da macht. Das hat es zumindest unserer Unterregierungsbeteiligung, lieber Eckbert, so nicht gegeben, wenn ich das kurz so einflechten darf. Ich weiß, dass ich das nicht darf und entschuldige mich hiermit in aller Form, Frau Präsidentin. Insofern ja, das können Sie so machen, aber aus meiner Sicht ist das keine gute Tradition, die jetzt hier Rot-Rot eingeführt haben. Da sollten Sie mal überdenken und spätestens beim nächsten Bericht zu einem anderen Auffassung kommen. Sie dürfen Ihre Meinung haben, ich habe meine. Und wenn Sie noch Redezeit haben, dürfen Sie die hier vorne auch gerne noch mal kundtun. Und dann kommt Herr Schmidt, Sie dürfen alles. Ich rufe ja auch zurück, da machen Sie keine Sorgen. Also da ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin immer dankbar für Zwischenrufe, das belebt auch ein wenig die Debatte. Das ist mir manchmal auch ein bisschen zu dröch hier. Zurück zum Thema. Herr Schmidt, der hat ja eigentlich alles kritisiert. Ja, die sind ja bei Rot-Rot eher unterirdisch. Insofern weiß ich nicht, ob man sich da... Aber in so einen Wettbewerb wollen wir jetzt mal nicht einsteigen. Ich war ja bei Herrn Schmidt, der ja nahezu vieles kritisiert hat, auch was ich kritisieren würde. Aber Herr Schmidt, wenn man dann zum Ende hierzu gar keine Empfehlung und gar nichts macht zu diesem Bericht, dann grenzt das schon ein wenig an Arbeitsverweigerung. Insofern würde ich mir da wünschen, dass die AfD nicht nur kritisiert, sondern dann hier auch mit Empfehlungen um die Ecke kommt. Anders haben das CDU, FDP und auch Bündnis 90 die Grünen gemacht. Wir haben gemeinsam mit der FDP insgesamt 13 Handlungsaufforderungen an die Landesregierung erarbeitet und stellen die heute zur Abstimmung. Ich will mal ein paar aufführen. Das Erste, das begleitet uns schon viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ist die Einkommensschwäche oder die Einnahmeschwäche unserer Kommunen. Das wissen wir alle. Im Vergleich sind die Steuereinnahmen wegen unserer geringen Wirtschaftskraft deutlich geringer als in vergleichbaren Flächenländern im Westen. Deshalb, auch das stand schon öfter im Bericht des Landesrechnungshofs, dass wir die Landesregierung auffordern, ein Konzept zur Stärkung der kommunalen Wirtschaftskraft vorzulegen, um perspektivisch dazu zu kommen, hier deutlich mehr Steuereinnahmen zu generieren. Sehr gut. Das Zweite, die Infrastrukturpauschale, eins meiner Lieblingsthema. Ich spreche das wo immer, ich kann ja auch an. Hier gehört es natürlich auch rein. Sie hat sich, wir haben sie ja mit der letzten Koalition zusammen mit der SPD wieder eingeführt. Sie hat sich aus meiner Sicht stark bewährt. Was sich nicht bewährt hat, ist die Kürzung der rot-roten Koalition. Die Baupreise vor Ort sind überall gestiegen und Rot-Rot reagiert damit auf die Kürzung der Infrastrukturpauschale. Aus meiner Sicht muss sie deutlich erhöht werden, vielleicht sogar im Zusammenhang damit Förderprogramme abzuschaffen und diese dann in die Infrastrukturpauschale zu überführen. Ich weiß, das ist ein schwieriges und weites Feld. Trotzdem sollte man sich dem stellen. Und in dem Zusammenhang haben wir eine dritte Aufforderung, auch wieder die Prüfung, ob nicht ein Teil der Schlüsselzuweisungen, wir hatten das früher auch schon mal, 4 bis 8%, nicht intensiv investiv erneut gebunden werden können. 4% war dann bei Kommunen, die keinen so guten Haushalt haben und 8% bei Kommunen mit einem ausgeglichenen Haushalt. Das sollten wir uns tatsächlich mal wieder zu Herzen nehmen und überprüfen, um auch die Investitionskraft der Kommunen aus den Schlüsselzuweisungen weiter zu stärken. Als Nächstes ist dann, und da geht es um die Förderprogramme, auch das haben wir, also da fühle ich mich wie ein Déjà-vu, die Umstellung auf totale oder vollkommene digitale Prozesse. Viele von uns kennen Förderprogramme. Es gibt ja zum Teil schon Förderprogramme, die man digital ausfüllen kann. In der Regel muss man sie dann aber wieder ausdrucken.
wegschicken und im Ministerium werden sie dann wieder eingescannt und per E-Mail dann an den Sachbearbeiter geschickt. Das ist natürlich keine Digitalisierung und wenn wir hier wirklich vorankommen wollen und auch die Bürokratie ein wenig abbauen wollen, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Handlungsempfehlung, dass wir hier zu vollkommen digitalen Prozessen kommen. Es gibt dann noch weitere Kreisumlage, es gibt auch noch die Leistungsvereinbarung für die öffentliche Jugendhilfe. Genau das wollte ich sagen, deshalb mache ich hier mal einen Break und lasse auch meinem Kollegen Domke dort noch ein wenig Spielraum. Mir ist am Ende schleierhaft, warum SPD und Linke so gut wie keine Empfehlungen des Rechnungshofs aufnehmen. Gerade bei sind ja viele dabei, die völlig unkritisch und aus meiner Sicht auch Konsens sind. Insofern könnte man das auch mit aufnehmen. Aber, meine Kollegen von Linke und SPD, das ist überhaupt nicht schlimm. Der Antrag von CDU und FDP bietet Ihnen heute die Chance, dieses Versäumnis wieder aufzubaden. Seien Sie mutig, stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.